Sarah bitten, seine Präsentation hochzuladen und seinen Vortrag zu beginnen. Ja, ich darf Sie auch noch mal ganz herzlich begrüßen zu unserer kleinen Morgenrunde alle 14 Tage. Wir haben uns diesmal ein Thema ausgeguckt, Corona und Berufsausbildung. Ausschlaggebend war, dass wir erstmal wieder nach einem Thema gesucht haben, was vielleicht das eine oder andere Interesse hervorrufen könnte. Ausschlaggebend war zudem, dass es einen ganz schönen Aufsatz gab, der nicht sonderlich lang war, in der NZA. Ich will mich hier auch nicht mit fremden Federn schmücken. Der ist gewesen von oder ist von Herrn Pepping und von Herrn Dr. Günther. Die haben dort mal ein paar Fragen aufgegriffen zur Frage Berufsausbildung und Corona. Und die habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengefasst. Vieles, was man dort vielleicht gleich hören wird, gilt naturgemäß nicht allein für Berufsausbildungsverhältnisse, sondern natürlich auch für Arbeitsverhältnisse im Allgemeinen. Aber es gibt eben doch ein paar Besonderheiten. Und zu dem einen oder anderen wird es vielleicht auch noch Streit geben, weil es dort vielleicht noch keine Rechtsprechung oder zurzeit noch keine Rechtsprechung gibt. Die erste Frage, die in dem Aufsatz seinerzeit aufgeworfen wurde, war die Frage, ob Azubis also aus Infektionsangst dem Betrieb fernbleiben dürfen. Das ist allgemein nicht zulässig. Ich glaube, das ist auch allgemeine Meinung, zumindest wenn sie unbegründet ist. Naturgemäß muss man sich die Frage stellen, was ist eigentlich, wenn der Arbeitgeber oder besser gesagt in diesem Fall der Ausbildungsbetrieb oder Ausbilder eigentlich seinen Verpflichtungen, seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch seine Auszubildenden nicht ordnungsgemäß schützt in diesen schwierigen, gesundheitlich herausfordernden Zeiten, dann stellt sich die Frage, kann eigentlich ein Auszubildender, wie ein anderer Arbeitnehmer eigentlich auch, im Grunde genommen sagen, ich komme nicht, weil du tust nicht das, was zumindest angezeigt wäre, um mich vor Infektion zu schützen, entweder im Betrieb oder aber viele Ausbildungen laufen ja auch außerhalb des Betriebes, indem man zu Kunden fährt. Da wird man von ausgehen können, dass wenn tatsächlich der Ausbildungsbetrieb keine ausreichenden Schutzvorkehrungen vorhält, insbesondere keine Schutzmaßnahmen anbietet und oder kein Pandemiekonzept vorhält, wozu er ja aus Arbeitsschutzgründen aufgerufen ist, dass man dann sagt, dann darf der Azubi tatsächlich auch zu Hause bleiben und darf seine Arbeitskraft zurückhalten. Ich habe da unten so eine kleine Normenreihe hingeschrieben. Es gibt Vorschriften im BGB, die dazu etwas sagen und auch im Berufsbildungsgesetz. Wer möchte, kann die dann irgendwann mal nachschlagen. Daraus ergibt sich im Grunde genommen diese Möglichkeit des Auszubildenden im Zweifel zu sagen, nein, ich komme nicht, weil hier kein Pandemiekonzept vorliegt beziehungsweise keine ausreichenden Schutzmaßnahmen. Wenn tatsächlich ein solcher Ausnahmefall mal vorliegt, wo der Auszubildende nicht zu kommen braucht, dann hat er trotzdem einen Anspruch auf sein Arbeitsentgelt, zumindest auch aus § 19 Absatz 1 Nummer 2 Berufsbildungsgesetz. Wir werden da an anderer Stelle gleich noch mal reingucken. Das ist eine Norm, die eine Besonderheit im Berufsbildungsgesetz ist und auch eine Besonderheit für Berufsausbildungsverhältnisse. Ja, einen Moment. Die zweite Frage ist, da geht es schon so ein bisschen los, was ist eigentlich bei einer Covid-Infektion des Azubis? Ich habe letztens auf dem Gerichtsflur gestanden und habe gehört, dass jemand von seiner Covid-19, ein junger Mann, auch ein Auszubildender, von seiner Covid-19-Infektion erzählt hat. Dem Arbeitgeber bzw. dem Ausbilder schien das gar nicht so bekannt zu sein. Zumindest hatte ich die Information nicht, war auch nicht relativ relevant, aber man merkt das eben, dass das passieren kann. Und das Erste ist natürlich, dass der Auszubildende dem Ausbildungsbetrieb fernzubleiben hat. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Man kann das gesetzlich sicherlich auch ableiten aus Pflichten des Azubis, auch seine Mitbeschäftigten nicht zu gefährden. Ich weise nur deswegen darauf hin, weil das möglicherweise inzwischen nicht mal mehr normal ist. Es gibt sicherlich den einen oder die anderen, die trotz Covid-Infektion zur Ausbildung kommen, wenn sie symptomlos sind, vielleicht sogar, wenn sie es wissen, vielleicht einfach, weil sie Angst haben, sonst in Quarantäne gesteckt zu werden und dann Lebensqualität einzubüßen. Ich habe von solchen Fällen schon gehört, es sind sicherlich wenige, aber klar, es besteht die Pflicht des Azubis, vom Ausbildungsbetrieb fernzubleiben. Dann trifft ihn vor diesem Hintergrund sicherlich eine Anzeige- und Nachweispflicht des Azubis nach § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz. Ich war etwas erstaunt, als ich nachgelesen habe, wir kommen da bei dem letzten Punkt gleich nochmal zu,
dass darüber gestritten wird, ob überhaupt Arbeitsunfähigkeit vorliegt, wenn jemand an Covid-19 erkrankt ist. Es gibt Stellungnahmen, ich habe auch mal beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales geguckt und auch sonst so ein bisschen im Netz geguckt, die sagen, wenn jemand symptomlos ist, es mag wenige Fälle geben, wo das so ist, dass der dann nicht arbeitsunfähig ist. Und es soll auch, das habe ich nicht weiter recherchiert, weil es uns im Grunde genommen nicht so sehr interessiert, es soll wohl Hinweise und Erläuterungen der Bundesvereinigung der Kassenärzten geben, die sagen, wenn jemand symptomlos an Covid-19 erkrankt ist oder infiziert ist, dass er dann eigentlich auch keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erhalten darf. Das hat mich ein wenig überrascht. Ich bin mal bei uns in den Keller gegangen, in Anführungszeichen, und habe nämlich mal in einen alten Erfurter Kommentar geguckt aus dem Jahr 2017. Das war die Zeit, als wir bei dem Wort Pandemie vielleicht noch mal googeln mussten, was das eigentlich bedeutet. Und der Erfurter Kommentar ist da zum Entgeltfortzahlungsgesetz relativ klar. Ich darf da einfach mal drauf vorlesen. Ist die Krankheit des Arbeitnehmers ansteckend, so besteht auch dann Arbeitsunfähigkeit, wenn der Betroffene seine vertraglich geschuldete Arbeitsleistung erbringen könnte. Das gilt nicht nur bei einer ansteckenden Krankheit, die zu einem Beschäftigungsverbot führt, sondern auch in anderen Ansteckungsfällen. Dem Arbeitnehmer ist es nämlich objektiv nicht zumutbar, seinen Arbeitsplatz aufzusuchen, wenn er andere in Gefahr bringen könnte, ebenfalls zu erkranken. Das wurde damals, als kein Mensch irgendwas von Corona wusste, so kommentiert, hat sich auch keiner dran gestört. Deswegen bin ich einfach der Auffassung, dass jemand, der auch symptomlos an Covid-19 erkrankt ist, arbeitsunfähig ist. Er hat das also dem Betrieb dann auch anzuzeigen und nachzuweisen, dass er arbeitsunfähig erkrankt ist. Es besteht aber wohl keine Pflicht des Azubis, den Betrieb über die Covid-Infektion zu unterrichten. Ich habe dann Fragezeichen hintergemacht, weil das ein wenig streitig ist. Man kann sicherlich auch zu einer anderen Rechtsauffassung gelangen. Diejenigen, die den Aufsatz geschrieben haben, kommen zu dieser Einschätzung und begründen das auch für mich zumindest nachvollziehbar, weil sie sagen, okay, also eine Covid-19-Infektion, wenn sie denn wirklich ärztlicherseits festgestellt worden ist, wird ja in aller Regel durch einen besonderen Test festgestellt, nicht durch diese Schnelltests. Das wird durch Ärzte und Ärztinnen durchgeführt, was dazu führt, dass der Auszubildende letztendlich vom Arzt beim Gesundheitsamt gemeldet wird. Es ist eine meldepflichtige Erkrankung. Das Infektionsschutzgesetz hat man insoweit inzwischen auch ein wenig konkretisiert. Und das Gesundheitsamt fragt dann schlicht und ergreifend, setzt sich dann jedenfalls im Idealfall mit dem Auszubildenden in Verbindung und fragt einfach, welche Risikokontakte er gehabt hat. Und wenn er dann eben beim Arbeitsverhältnis oder im Ausbildungsverhältnis war und dort im Betrieb wirklich präsent gewesen ist zu Zeiten, als er vermutlich schon Covid-positiv war, dann wird das Gesundheitsamt an den Arbeitgeber bzw. den Ausbildungsbetrieb herantreten. Ich halte das persönlich für schlüssig, aber ich gebe zu, man kann auch anderes vertreten, dass es da vielleicht in diesen besonderen Fällen auch eine Pflicht des Azubis gibt, den Betrieb über die Covid-Infektion zu unterrichten. Ja, dann ist er arbeitsunfähig erkrankt. Und dann gibt es aus meiner Sicht Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Auch das ist ein wenig streitig. Ich halte jemanden, der an Covid-19 erkrankt ist, auch symptomlos für arbeitsunfähig erkrankt. Das ist ein wenig streitig. Manche sagen, der gerät dann ja in Quarantäne. Und weil er eben in Quarantäne ist, gibt es dann möglicherweise diese Quarantäneentschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. Darauf kommt es aus meiner Sicht bei Azubis gar nicht so sehr an, denn wir haben diesen Paragraphen 19 Absatz 1 Berufsbildungsgesetz und ich lese den mal etwas verkürzt vor. Da ist unter anderem geregelt, Auszubildenden ist die Vergütung auch zu zahlen bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn sie aus einem sonstigen in ihrer Person liegenden Grund unverschuldet verhindert sind, ihre Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhältnis zu erfüllen. Das wird man sicherlich bei einer Covid-19-Infektion annehmen können, egal ob jetzt mit oder ohne Symptome. Das heißt, letztlich aus meiner Sicht zumindest bekommt der erst einmal vom Ausbildungsbetrieb für einen Zeitraum von 6 Wochen Entgeltfortzahlung. So zumindest meine Auffassung. Die zweite Frage oder nächste Frage, die aufgeworfen wurde, ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn Berufsschulen vorübergehend geschlossen worden sind? Das ist der Fall gewesen. Teilweise, im Moment weiß ich gar nicht ganz genau, ob sie wieder aufhaben. Jedenfalls ist es zu dieser Schließung der Berufsschulen ja auch gekommen. Die erste Frage, die sich stellt und aufdrängt möglicherweise, ist die Frage, ob dadurch die Dauer des Ausbildungsverhältnisses gegebenenfalls berührt wird. Das heißt, ob sich das Ausbildungsverhältnis entsprechend verlängert. Und da ist wohl ganz herrschende Meinung, nein, in der Regel nicht.
Die Dauer des Ausbildungsverhältnisses bleibt davon letztlich unberührt. Der Auszubildende kann allerdings, wenn dieser Ausbildungsausfall an der Berufsschule dazu führt, dass das Erreichen des Ausbildungszieles gefährdet wird, kann er einen Antrag auf Verlängerung stellen. Hatte ich vorher auch noch nicht von gelesen, ist auch eine Norm, die sonst nicht so häufig in Betracht kommt, ist geregelt in § 8 Absatz 2 Berufsbildungsgesetz und auch in der Handwerksordnung in der dort angegebenen Vorschrift. Der Antrag ist zu stellen bei der zuständigen Stelle, das ist bei der Handwerksordnung die Handwerkskammer und ansonsten wohl die Industrie- und Handelskammer. Das ist in § 71 Berufsbildungsgesetz geregelt. Also falls es da wirklich mal zu Verzögerungen kommen sollte, im Lerneffekt besteht diese Möglichkeit, diesen Antrag zu stellen für den Azubi. Und da werden Sie auch als Ausbildungsbetrieb dann gegebenenfalls zugehört. Aber Sie sind zumindest nicht die Stelle, die sich in erster Linie mit diesem Antrag auseinanderzusetzen hat. Manche Berufsschulen haben vielleicht Online-Unterricht angeboten. Wenn Sie das getan haben, besteht natürlich auch insoweit der Anspruch des Auszubildenden gegenüber seinem Ausbildungsbetrieb auf Freistellung auch während dieser Online-Schulung. Das ist, glaube ich, auch relativ unstreitig. Die Frage, die sich am Anfang mal etwa stellte, war die Frage, ob eine Ausbildung auch im Homeoffice durchgeführt werden darf oder nicht. Diese Frage wurde anfangs, so wie ich das zumindest wahrgenommen habe, am Beginn der Pandemie vehement verneint. Das wird man vielleicht so nicht mehr ohne weiteres aufrechterhalten können. Eigentlich, und das ist erstmal die Grundaussage, die sich aus dem Berufsbildungsgesetz bzw. der Handwerksordnung ergibt, sie steht nirgendwo direkt drin, sie wird ein wenig abgeleitet, ist die Ausbildung im Betrieb geschuldet. Das ist erstmal relativ klar. Das heißt, normalerweise haben Auszubildende in den Betrieb zu kommen und werden dort ausgebildet bzw. fahren eben mit Betriebsangehörigen zu Kunden, wenn sie dort ihre Ausbildung sozusagen im Außendienst machen. Allerdings, so schreiben Pepping und Günther in ihrem Aufsatz, und ich finde das auch nachvollziehbar, wenn eine Ausbildung im Betrieb aufgrund der Pandemie nicht möglich ist, ist ausnahmsweise auch eine Ausbildung im Homeoffice als Übergangslösung zulässig, falls das betrieblich abgebildet werden soll. Ich denke da insbesondere vielleicht an Betriebsabteilungen, die komplett im Homeoffice sind. Wir geraten ja in unserer Beratungspraxis eben auch häufig dazu, dass unsere Ansprechpartner, unsere Ansprechpartnerinnen dann im Homeoffice sitzen. Manche Abteilungen sind ganz zu, weil man es vielleicht auch ganz gut von zu Hause aus machen kann. Und dann, wenn man dort in einer solchen Abteilung jemanden sitzen hat, der zum Bürokauffrau oder zum Bürokaufmann ausgebildet wird, dann denke ich mir, kann man diese Leute auch zumindest übergangsweise ins Homeoffice schicken in Anführungszeichen. Sie müssen natürlich damit einverstanden sein. Da gilt auch nichts anderes als gegenüber den sonst normal im Betrieb Beschäftigten. Dann wurde die Frage aufgeworfen, was ist eigentlich insbesondere auch hinsichtlich der Azubis, wenn der Betrieb unter Quarantäne gestellt wird oder aber geschlossen wird. Also sowohl die Konstellation, die, glaube ich, eher selten ist, ein ganzer Betrieb wird konkret durch das Gesundheitsamt zugemacht, weil eine konkrete Infektionsgefahr in diesem Betrieb besteht oder von diesem Betrieb ausgeht. Das ist das eine. Wir haben das bei den Schlachtbetrieben teilweise gesehen, mag auch andere Betriebe betroffen haben. Und auf der anderen Seite die Schließungen von Betrieben, die habe ich hier mal Lockdown-Schließungen genannt, durch Rechtsverordnung, also bei uns die niedersächsische Corona-Verordnung, beziehungsweise vielleicht auch durch eine Allgemeinverfügung einer Stadt oder eines Landkreises, die dann einfach sagen, bestimmte Geschäfte müssen schließen. Zum einen gibt es erstmal für den Azubi weiter Geld. Da gibt es eben diese Spezialvorschrift, unter anderem in § 19 Absatz 1 Nummer 2 Berufsbildungsgesetz. Ich hatte da eben schon mal draus vorgelesen. Da steht also wieder drin, Auszubildenden ist die Vergütung auch zu zahlen bis zur Dauer von 6 Wochen, wenn sie sich für die Berufsausbildung bereithalten, diese aber ausfällt. Das wäre hier so ein Fall. Die hätten in dem Fall also erstmal Anspruch auf Entgeltfortzahlung. So sieht es das Gesetz zumindest vor. Was ich ganz interessant fand und für mich relativ neu, vielleicht hat da jemand von Ihnen Erfahrungen, weil es im Grunde genommen vielleicht nicht nur die Azubis betrifft, war die Aussage von Pepping Günther, die ich Ihnen hier mal abgedruckt habe. Die haben ausgeführt, wenn die Betriebsschließung über 6 Wochen andauert, ist ein Entschädigungsanspruch nach § 56 Absatz 2 Satz 3 Infektionsschutzgesetz in Höhe des Krankengeldes gegeben. Der Azubi kann die Entschädigung selber bei der zuständigen Behörde beantragen oder dem Ausbildenden abtreten, sodass dieser den Anspruch bei der Behörde aus abgetretenem Recht geltend macht.
scheint also im Zweifel im Falle einer Betriebsschließung hier eine Norm zu sein, die dazu führen könnte, dass der Azubi eben eine entsprechende Entschädigung dann hat und die dann vom Arbeitgeber bzw. vom Ausbildenden ausgezahlt wird, war mir so möglicherweise jetzt auch noch nicht bekannt, dass dieses vielleicht möglich sein könnte, weil, das muss man auch sagen, Pepping Günther haben das nicht nur in den Zusammenhang gestellt, die Betriebsschließung aufgrund konkreter Weisung des Gesundheitsamtes, weil von dem konkreten Betrieb eine gesundheitliche Gefährdung im Sinne des Infektionsschutzgesetzes ausgeht, sondern haben das durchaus auch bezogen auf die Lockdown-Schließung. Und das war mir zumindest neu. Kann man mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob das jemand schon mal vor diesem Hintergrund probiert hat, bei Lockdown-Schließungen nach dem Infektionsschutzgesetz irgendwelche Gelder zu erhalten. Frage bezahlte, unbezahlte Freistellung des Azubis, haben wir auch manchmal Fragen zu gehabt. Also wenn eigentlich das nicht mehr so gut passt, ohne dass ein gesetzlich zwingender Grund vorliegt, besteht dann die Möglichkeit, einfach zu sagen, wir können Sie im Moment nicht mehr ausbilden, bitte gehen Sie nach Hause. Nein, das besteht rechtlich diese Möglichkeit nicht, wie es faktisch ist, sei nun mal dahingestellt. Das wäre ein Verstoß gegen die Ausbildungsverpflichtung. Es gibt eine Ausbildungsverpflichtung des Ausbildungsbetriebes, das ist sicherlich auch allgemein bekannt. Und wenn man dann trotz alledem bezahlt oder unbezahlt eben freistellt oder das möchte, obwohl man eigentlich nicht dazu berechtigt wäre, ist man trotzdem zur Zahlung des Ausbildungsentgeltes verpflichtet. Auch, aber eben nicht nur, aber eben auch aus § 19 Absatz 1 Nummer 2a des Berufsbildungsgesetzes. Kurzarbeit ist auch die nächste Frage, die sich insoweit stellt. Wurde lange Zeit auch, oder am Anfang der Pandemie zumindest, geisterte es so ein bisschen durch die Gazetten, muss man fast sagen, dass es letztlich nicht möglich ist, Auszubildende in Kurzarbeit zu schicken, weil es eben diese Ausbildungsverpflichtung gab. Und dann wurde immer gesagt, der Ausbilder, was sicherlich auch erstmal richtig ist, also der ausbildende Betrieb muss alles tun, um die Ausbildung in irgendeiner Art und Weise aufrechtzuerhalten. Und deswegen kam man eigentlich zu dem Ergebnis, dass es eben nicht möglich war, den Auszubildenden in Kurzarbeit zu schicken. Das waren Diskussionen meiner Einschätzung nach, zumindest die wurden am Anfang der Pandemie geführt. Da wussten wir alle noch nicht so ganz genau, was auf uns zukommen wird. Die Betriebe wussten es nicht, wir wussten es in der Beratungspraxis nicht. Inzwischen ist man vielleicht einen kleinen Schritt weiter und sagt, also wenn wirklich aus Pandemiegründen, aus Infektionsschutzgründen ein Betrieb schließt oder zumindest eine Teilschließung stattfindet, auch weil letztendlich dort nicht mehr gearbeitet werden kann, dann kann natürlich auch die Ausbildung nicht mehr aufrechterhalten werden. Und dann hat der Azubi einen Anspruch, auch wieder nach diesem § 19 Absatz 1 Nummer 2a Berufsbildungsgesetz, für 6 Wochen und danach fällt er dann ins Kurzarbeitergeld. Ich hatte das nochmal nachgeschaut, das sieht auch die Bundesagentur für Arbeit so. Also auch für Azubis kann es durchaus Kurzarbeitergeld geben. Das macht auch irgendwie Sinn. Wir müssen vielleicht nicht immer nur in diesen ganz großen Dimensionen denken von großen Industrieunternehmen, die vielleicht noch eine Möglichkeit haben, den Auszubildenden in seinem Ausbildungsberuf, das kommt ja noch dazu, dann irgendwie zu beschäftigen in einer Abteilung, die möglicherweise gerade mal nicht zu ist. Stellen Sie sich einfach kleinere Betriebe vor, die einfach zumachen müssen, meinetwegen nach der niedersächsischen Corona-Verordnung. Ihr dürft nicht aufhalten, Physiotherapiepraxen, für die war das lange Zeit so. Und die haben vielleicht einen Auszubildenden, der dort eben vielleicht auch ausgebildet wird und die müssen zumachen, wie sollen die den ausbilden? Das geht ja gar nicht. Von daher besteht dann auch die Möglichkeit, natürlich auch einen Auszubildenden, eine Auszubildende ins Kurzarbeitergeld bzw. in die Kurzarbeit zu schicken in Anführungszeichen. Sie müssen das natürlich mit dem Auszubildenden, der Auszubildenden dann vereinbaren. Dass diese Möglichkeit besteht. Die Autoren des Aufsatzes haben noch darauf hingewiesen, dass es vielleicht möglich ist, auch eine Teilzeitausbildungsvereinbarung zu schließen. Ich will dann nur der Vollständigkeit halber darauf hinweisen, wenn man sozusagen nur teilweise die Ausbildung aufrechterhalten kann, dann kann man die Ausbildungszeit senken, muss man eine extra Vereinbarung schließen nach 7a Berufsbildungsgesetz. Das ist möglich, kommt aber, glaube ich, in Praxisfällen nicht vor, nur damit Sie es vor diesem Hintergrund mal gehört haben. Dann vielleicht die relativ relevante Frage, was passiert eigentlich, wenn Prüfungen, die anstehen, verschoben werden oder gar ausfallen in diesen Zeiten? Das wird vielleicht vorkommen. Und dann stellt sich die Frage, wie wirkt sich das eigentlich auf das Ausbildungsverhältnis aus? Und da ist eigentlich die ganz herrschende Meinung, die sagt, das hat erstmal auf das Ausbildungsverhältnis keinerlei Auswirkungen. Ich komme gleich zu einer Einschränkung.
Es verbleibt also grundsätzlich erstmal bei den Regelungen in § 21 Absatz 1 Satz 1 bzw. Absatz 2 Berufsbildungsgesetz. Da steht drin, erstens, die Ausbildung endet entweder mit Ablauf der vereinbarten Ausbildungsdauer. Sie gucken dann in den Ausbildungsvertrag, da steht ja irgendwann drin, von wann bis wann die Ausbildung dauern soll. Beziehungsweise, das ist ja die andere Möglichkeit, mit Ablegen der Abschlussprüfung, also der Ergebnismitteilung. Und je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt, dann endet das Ausbildungsverhältnis. So erstmal die gesetzliche Grundkonstellation. Und jetzt stellt sich naturgemäß die Frage, was ist jetzt eigentlich, wenn sich die Prüfungen in irgendeiner Art und Weise verschieben? Das heißt, wir gucken in den Ausbildungsvertrag und sehen, eigentlich ist zum Zeitpunkt X Schluss, aber die Prüfung kommt erst zum Zeitpunkt X plus, also irgendwann nach diesem Zeitpunkt. Da sieht das Gesetz unmittelbar keine Regelung vor. Peppich Günther, und das überzeugt mich eigentlich, schlagen hier vor und sagen, der § 21 Absatz 3 Berufsbildungsgesetz wird analog angewandt. Das ist die Norm, die werden Sie vielleicht kennen, wenn der Azubi durch die Prüfung durchrasselt und nicht besteht, hat er auf seinen Antrag hin, er kann das also vom Ausbildungsbetrieb verlangen, dass sich das Ausbildungsverhältnis verlängert bis zum nächsten Prüfungstermin. Und da sagen Pepping Günther, okay, das würden wir wohl analog anwenden. Das heißt, in dem Fall, wo es zu der Konstellation kommt, das Arbeitsverhältnis bzw. entschuldigen Sie, das Ausbildungsverhältnis endet eigentlich durch Zeitablauf laut Ausbildungsvertrag, dann endet es auch, es sei denn, der Azubi verlangt tatsächlich, was er kann, dann eben eine Verlängerung bis zum nächsten Prüfungstermin. Aber wenn er das nicht verlangt, dann würde das Ausbildungsverhältnis eigentlich mit dem Zeitablauf enden, so zumindest die rechtliche Situation. Das waren auch schon meine Ausführungen zu Fragen, wie wirkt sich möglicherweise Corona auf das Berufsausbildungsverhältnis aus. In dem Aufsatz wurden noch weitere Fragen diskutiert, die ich Ihnen jetzt auch im Hinblick auf die Kürze der Zeit ein wenig vorenthalten habe. Fragen, was ist, wenn ich jemanden im Ausland ausbilde, muss ich den zurückholen? Ich glaube, diese Frage stellen sich inzwischen nicht mehr. Was ganz interessant war, war vielleicht noch die Frage, wie ist das eigentlich mit den Anforderungen? Kann ich denen so eine Art Corona-Rabatt einräumen? Das heißt, kann ich irgendwie das Prüfungsniveau senken aufgrund der Erschwernisse im Prüfungsverlauf beziehungsweise im Ausbildungsverlauf? Da gehen Pepping Günther wohl davon aus und sagen, nein, das ist nicht möglich, weil eben diese Voraussetzungen in den entsprechenden Ausbildungsordnungen geregelt sind und auch die Anforderungen, die zu stellen sind. Von daher scheint das nicht möglich zu sein. Das wird Sie aber wahrscheinlich nicht unmittelbar betreffen, weil das ja im Wesentlichen die Prüfungsausschüsse dann betrifft. Ja, damit wäre ich mit meinen Ausführungen am Ende. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.